Im heutigen Video, meine Freunde, werden wir das Leben von einem armen Kind spielen, meine Freunde. Den Alltag und was für Probleme er jeden Tag bezwingen muss. Aber danach werden wir das Leben eines reichen Kindes spielen. Welche Unterschiede gibt es? Ist das eine Leben besser als das andere? Haben sie auch gemeinsame Probleme? Das werden wir alles in der heutigen Folge herausfinden. Lasst ein Like und ein Abo da und wir starten rein. Und damit, yo YouTube, was geht ab? Aber wieder am Start, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 RP, meine Freunde. Wie ihr im Intro schon gesehen habt, Leute, ich starte hier als armes Kind. Ich bin hier in meinem, ja, zu Hause, Leute. Ich habe kein Geld, ich habe keine Eltern leider. Und ich... Ja, Boss. Das ist mein Boss. Du hast schlecht gearbeitet. Heute gibt's für dich kein Frühstück, ne? Okay. Ja, aber ich muss jetzt erstmal zur Schule. Was für Schule? Du musst doch den Flugzeugträger ausladen. Ich mach das nach der Schule, bitte. Ich muss das doch... Das macht keinen Sinn, die Schule. Du bist ein Versager. Nein. Wenn ich hart genug lerne und immer... Nimm diesen Reifen und bring ihn da hinten hin. Ja, okay. Darf ich dann zur Schule bitte fahren? Nein, eigentlich nicht, Mann. Was soll aus dir werden? Mann, ich will mal Schule machen und dann eine Ausbildung und dann Arbeit und Geld verdienen. Du kannst hier Geld verdienen. Ich gebe dir ja $2 am Tag. Leute, das Geld könnte ich gerade echt gut gebrauchen. Ich hab Hunger. Na, egal. Na, tut mir leid, ich muss zur Schule. Es tut mir leid. Oh, ihr Drecksbengel. Leute, wirklich, der ist sauer auf mich, Leute. Ich darf hier wohnen, ich muss halt Miete bezahlen und ich muss hier arbeiten und ich krieg ein bisschen Geld für Essen und so. Aber Freunde, was ganz wichtig ist, man darf die Schule nicht vernachlässigen, ja? Ich als Kind habe gelernt, dass die Schule ein Baustein für die Zukunft ist und deswegen muss ich da auf jeden Fall durchziehen. Ich habe ein BMX mir aus den Schrottteilen gebaut und deswegen fahren wir damit zur Schule, Leute. Wir haben einen weiten Weg vor uns, aber ich hoffe, wir kommen nicht zu spät, weil in der Schule will ich auf jeden Fall viel lernen und auch mal vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Oh, Leute, wir müssen uns mal helfen. Ich habe nur noch eine Minute Zeit, um anzukommen in der Schule. Leute, wenn ich zu spät komme, kriege ich wieder ganz viel Ärger. Okay, Leute. Das Problem ist, ihr müsst wissen, in der Schule ist, ich glaube, der Lehrer, den ich jetzt habe, der mag mich nicht, meine Freundin. Ich weiß nicht, warum. Ich gebe mir immer Mühe, mache alle Hausaufgaben und bemühe mich wirklich, ein guter Schüler zu sein, damit ich mal aus meinem Leben was mache. Aber irgendwie mag der mich nicht. Oh, aber das ist halt der Vorurteil, den die Leute haben. Ich bin da. Oh, Leute, wir sind Sir, Amir, zu spät. Das sind vielleicht 5 Sekunden. Zu spät. Das wird eingetragen. Oh. Das wird in Ihrer mündlichen Note dann natürlich beitreten, ne? Diese Leistung von Ihnen. So, Jeremy, ich helfe dir jetzt kurz mit den Hausaufgaben. Du hast ja heute nicht dabei, aber es ist nicht so schlimm. Der Hausaufgaben dabei. Du kannst hier, guck mal, hier einfach, das hättest du machen können. Das kannst du jetzt kurz ausrechnen. Ich gucke auch nicht hin, das machst du dann. Und in dieser Zwischenzeit kümmern wir uns schon, ja? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Leute. Okay, Sie haben es. Alles gut. Sie haben es. Okay, Sie haben es. Okay. So. Sie haben es auch, okay. Ich hab's aber auch, Leute, let's go. So, wo sind deine Hausaufgaben? Hier, Herr Lehrer. Okay. Bei der Aufgabe 5b hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Ich hab versucht, sie zu lösen mit dem besten Gewissen, was ich konnte. Nicht gelöst, keine Hausaufgaben. Server, warum machen Sie das immer bei mir? Ist alles gut, haben wir alles geklärt. Keine Hausaufgaben hat heute nur Amir. Ich hab doch alles gemacht, ich hab eine Aufgabe falsch. So, eine Aufgabe falsch ist alles falsch. Oh, Leute, so. Der ist wirklich... Mann, der ärgert mich immer. Weißt du mit was? Ihnen, wie viel... Ah, Sie haben auch eine Aufgabe falsch. Egal, nicht schlimm, ja? Okay. Machen Sie einfach hier eine... Herr Lehrer! Ja? Darf ich mit Ihnen bitte mal unter 4 Augen reden? Nein. Ich bestehe aber darauf. Dann gehen Sie zum Direktor. Wenn Sie hier bestehen. Okay. Aber es gibt... Eine 6 für Sie, wenn Sie jetzt das Klassenzimmer verlassen. Verdammt, Leute, der erpresst mich. Sie wissen schon, dass das Erpressung ist? Sie wissen schon, dass es einfach mitten im Unterricht abhauen ist? Nein, Sie haben mich dorthin geschickt. Sie haben abge... Nein, Sie können auch nach der Stunde zum Direktor gehen, ne? Leute, wisst ihr was? Vielleicht hat der Typ recht gehabt. Vielleicht brauche ich die Schule nicht. Verdammt nochmal. Ah! Eine 6 für Amir. Leute, ihr seht das, Mann. Egal, was ich mache, egal, wie viel Mühe ich mir gebe, als armes Kind mag mich keiner und keiner will mir helfen. Mann, Alter.
Ich brauche doch nichts. Ich habe vielleicht eine Idee, Leute. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat mir ein Jobangebot gemacht. Der meinte, der kann mir echt viel Geld besorgen, meine Freunde. Und ich gehe mal dorthin. Er meinte, er ist immer am Würfelpark und wir fahren mal dort zu ihm hin. Oh, Leute, okay, wir sind jetzt gleich am Würfelpark. Oh, dorthin sehe ich das Auto von ihm, Leute. Sein Name ist Jamal, Leute. Und er meinte, er kann mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gut Geld geben. Was ist das denn, Leute? Ja, bist du hier? Ja, bist du bereit für den Deal? Ja, ich brauche unbedingt Hilfe, Mann. Ich versuche mich nicht. Du musst für mich paar Pakete transportieren, bekommst gute Geld, ja? Was für Pakete? Wie Amazon? Ja, guck. Ja, genau, Amazon. Nur was ist da drin? Andere. Blumen und so. Weißt du, Blumen? Blumen. Ja. Ja, genau. Okay, was kann ich denn dabei verlieren? Oh mein Gott! Sie haben Jamal Alter, du bist doch viel zu klein, um irgendwelche Pakete zu transportieren. Bist du verrückt geworden? Oh, ich muss aber an Geld kommen. Ich bin ein armes Kind. Ich wohne in einem Zelt auf dem Schrottplatz und ich wurde von der Schule verwiesen, weil ja, der Lehrer mich einen normalen macht. Job und nicht irgendwas Kriminelles. Ja, mich will doch keiner Zukunft. Nehmen als armes Kind. Wie alt bist du denn? Ich bin 14. Na, mit 14 kann man arbeiten. Komm mit. Ja, Leute, wer ist das? Warum hilft er mir einfach? Steig ein. Boah, Leute, was hat der denn für ein krasses Auto? Das ist doch ein Ferrari, oder? Das ist ein Ferrari, ja. Oh. Wenn du richtig arbeitest und dich benimmst, dann kannst du auch sowas fahren. Ja, gut, aber also, ja, okay, ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn auch nicht immer da. genau, immer benehmen. Ja, aber ich habe mich doch immer bemüht, ich habe Hausaufgaben gemacht, Schule, alle geben mir nur Sechsen. Der Typ, wo ich wohne, der zwingt mich zum Arbeiten auf dem Schrottplatz für $1 am Tag. In der Schule ist eine Sache, aber du musst dich hocharbeiten, weißt du? Ja. Du fängst klein an, putzt vielleicht ein Auto aus und danach hast du selbst ein Auto aus, weißt du, ich meine? Okay, ich verstehe, ja. Und Sie haben kein Problem, dass ich ein armes Kind bin? Nein, ich war auch mal so wie du. Leute, wer ist das? Okay, wie darf ich sie nennen? Ich bin Russig, ja? Okay, Russig. Alles klar. Also hier kannst du erstmal putzen, ein bisschen den Laden sauber halten, die Autos aufbereiten, schrubben, sauber machen, kriegst mal einen guten Gehalt, sagen wir Tages, weil du jetzt noch jung bist, gebe ich dir einmal $50, ja? $50? Dafür habe ich vor einem Monat gearbeitet! Ja, dafür heute einen Tag arbeiten. Oh, natürlich, ich fang an. Oh Leute, wir müssen hier schnell sauber machen, wir machen hier schnell alles sauber. Oh Leute, hier schnell das Auto von ihm sauber machen, dass er sagt, er will hier alles sauber haben. Jedes Ding, Leute. Okay, wir werden mal jetzt ein bisschen arbeiten hier, Freunde. Wir werden hier ziemlich viel sauber machen müssen. Wir machen sogar hier die Wand und so sauber, Leute. Ist mir egal. Für so viel Geld. Oh mein Gott, das lohnt sich ja voll. Und das ist voll der nette Mensch, Leute. Aber ich kenne den gar nicht. 2 Stunden später. Okay, Leute, wir haben alles sauber gemacht. Ich habe mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich habe sogar die Wände sauber gemacht, den Boden. Amir! Ja, Rustik, Chef. Willkommen. Ja, sind Sie zufrieden? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ein paar Stündchen super gemacht, ja. Ich kann auch länger arbeiten, wenn Sie nicht gefällt. Tut mir leid. Ich habe dich vorhin abgeholt, habe deswegen dein Fahrrad liegen lassen, habe nachgeguckt, ist nicht mehr da. Oh nein, ach schon wieder. Egal, ich kann mir ein neues bauen. Dann habe ich dir ein kleines Moped geholt, ja. Ist besser, glaube ich. Kannst damit rumheizen, ja. Okay, was muss ich dafür tun? Ist auch ab 14. Was muss ich dafür tun? Ja, nichts. Einfach fahren, ne? Kannst du fahren? Das ist ein Geschenk? Ja, kannst du damit fahren oder nicht? Ja, aber mir hat noch nie jemand was mal geschenkt. Noch, dass das allererste Mal. Ja, steig jetzt auf, mach mal das Ding an. So, jetzt drück mal aufs Gas. Oh mein Gott, ich hab einen Roller! Genau, jetzt einmal rechts abbiegen. Rechts abbiegen, links, okay, ja, okay. Ist okay. So, jetzt fahr nach links. Okay, Chef. Genau, weiter nach links. Oh mein Gott, und Leute. Du fährst jetzt genau hier hin. Okay. Okay, los geht's. Okay, Leute, wir fahren jetzt mal kurz rein, Leute. Oh mein Gott, dieser Rustik ist so nett, Leute. Einfach einen Roller geschenkt, ohne was von mir zu wollen. Was machen wir hier, Chef? Ja, wir müssen dahin zu diesem riesigen Haus. Eclipse Tower. Okay, Leute, was ist das hier? Ich kenne das gar nicht, Leute. Hier war ich aber auch noch nie. Mein Gott, was soll ich denn hier machen, Leute? Die würden mich alle schief angucken. Park hier rechts rein, fahr rein, ja. Das ist okay. Einfach jetzt hier? Ja, du musst kurz mitkommen. Oh, okay, Leute, wir werden ihm mal ganz kurz folgen. Ich bin mal gespannt, was er mir zeigen will. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? So, wir sind da. Ah, ich verstehe. Boss, das hätten Sie doch direkt sagen können. Ich putze gerne bei Ihnen zu Hause. Nee, das ist nicht mein Zuhause. Das ist nämlich jetzt dein Zuhause hier. Passt sogar zu deinem T-Shirt, ne, die Wände. Wie, das ist mein Zuhause. Und hier die Couch, guck mal, das ist perfekt. Da nicht hingucken, so, genau. Oh so, ein paar Sachen muss ich hier wegschmeißen, aber das ist so eine alte Wohnung von mir. Wie klein ist die Stadt denn bitte? Ja, hier sind wir gerade entlang gefahren, die Straße, siehst du? Oh mein Gott, Herr Rusik, wie soll ich Ihnen jemals danken? Ja, gar nicht, alles gut.
Oh mein Gott. Ich guck mal, irgendwann mal siehst du da unten das Lamborghini-Auto aus, wo wir vorbeigefahren sind. Ja. Irgendwann mal, wenn du hart arbeitest, fährst du auch ein. Okay, das werde ich machen. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Russek. Ja, ich komme morgen früh direkt zur Arbeit wieder. Ja. Machen Sie es gut. Oh mein Gott, Leute. Ciao. Tschüss. Ich habe einfach eine Wohnung geschenkt bekommen. Das Leben kann sich auf jeden Fall nochmal wenden, wenn man genug Fleiß und Energie zeigt. Zur gleichen Zeit bei einem anderen Kind. Yo, Leute, ich bin's, Amir. Mir geht's echt gut. Ich bin ein reiches Kind und ich lebe hier mit meinen zwei Brüdern zusammen. Wir haben Geld ohne Ende und... Ja, das Leben ist eigentlich ganz cool, aber auch sehr langweilig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich muss jetzt erstmal wieder rüber zur Schule gehen und da leihe ich mir einfach das Auto von meinem Bruder aus. Mein anderer Bruder müsste auch... Oh, was geht ab, Paul? Wohin? Gehst du? Soll ich mitholen zur Schule? Ja, nimm mich mal mit, bitte. Magst du es nicht da? Ja, sehr gut. Dann hole ich einfach das Auto von ihm. Ja, nimm es einfach. Ja, ist uns doch egal. Okay, bist du bereit? Wollen wir wieder ein paar Pranks spielen in der Schule? Oh, weißt du, ich habe heute ein Date, weißt du? Oh, mit deiner Klassenkameradin? Ja, ich fühle sie. Das ist ein 5-Sterne-Luxushotel, Restaurant, meine ich. Boah, sehr cool. Viel Spaß hier da. Wir, Leute, danke. Wir müssen jetzt erstmal hier zur Schule fahren und wir geben Vollgas. Yo, aufpassen. Wir geben Vollgas. Zur Seite, du Schmalspur. So viele Schmalspuren auf den Straßen. Ja, Mann. Okay, Paul Berger, ich gehe in mein Klassenzimmer, ja? Ja. Mach's gut. Okay, Freunde, wir haben jetzt Unterricht und wir laufen erstmal hoch, aber ich habe eh keinen Bock auf Unterricht. Ich werde ein bisschen chillen. Oh, Mann, Alter. So, wir gehen jetzt hier rein. Was geht ab? Oh, Amir, da bist du ja. Ich habe nur 2,5 Stunden gewartet, bis du kommst, aber ja, die Stunde kann ja jetzt eröffnet werden. Der Privatunterricht kann starten. So, komm. Kannst du wollen Sie nach vorne schauen, Ami, oder nicht? Ja, ich gucke ein bisschen rüber manchmal, wenn ich Lust habe. Was willst du, Mann? Ja, super. Hast du die Hausaufgaben mitgenommen? Nein, was für Hausaufgaben? Habe ich vergessen. Hat mein Hund gefressen. Ja, okay, stimmt. Das gibt es trotzdem eine 1, weil Hund gefressen. Der Lehrer Hund gefressen. Sonst kann ich was für dich tun. Brauchst du irgendwas? Ja, ich habe Hunger. Ich glaube, ich gehe was essen. Ich komme später wieder. Ach so, aber... Hau rein, du Schmalspur. Mach, was du willst. Tschüss. Leute, er will sich unbedingt bei mir und meinen Brüdern einschleimen, weil wir reich sind, Leute, wisst ihr? Aber gut, egal. Der ist uns komplett egal. Boah, Leute, wir sind raus. Ey, guck mal, Leute, das ist dieses arme Kind, was uns von der Schule mal geht. Komm, wir werfen den mal ein bisschen ab. Bam! Guck mal. So, guck mal, wie der weglaufen ist. So eine Schmalspur, Leute. So, wir gehen ein bisschen in die Stadt. Ich habe ein bisschen Bock auf Action. Und ich habe da mal eine gute Idee, Leute. Wenn wir schon den Lambo von Max haben, dann werde ich ein bisschen hier als Vollgas geben. Und ich glaube, wir werden die Polizei mal ein bisschen provozieren. Die werden mich eh niemals kriegen, weil ich ein Lambo fahre und die nur so Schmalspur wegen. Let's go! So, Freunde, wir sind jetzt hier. Oh mein Gott, Alter, guckt euch mal diese Autos an, Mann. Nicht mal ein Lamborghini oder Bugatti. Die sind ja voll arm. Aber egal, meine Freunde. Wir gehen jetzt mal rein und werden die ein bisschen pranken. Let's go! So, warte mal. Herr Officer, was ganz Schlimmes passiert. Was ist denn los? Gucken Sie mal mit, gucken Sie mal die Autos da. Und da hat jemand auf dem Polizeiparkplatz du geparkt. Du bist nicht Schmalspur! Was soll das? Hör mal, bleiben Sie schon verstehen, sonst hören Sie. Der Ballot nochmal. Da. So, ich bleib gar nicht stehen. Das ist hier Lamborghini. So, tschüss. Komm doch her, du Schmalspur. Mip, mip. Okay, Leute, wir werden jetzt hier Vollgas geben und zack, wir biegen einmal hier links, rechts ab. Ey, Mann, verzieh dich, du verdienst kein Geld. Okay, Leute, wir bleiben Sie stehen. Bam, ich bin der Lambo-Meister. Und so. Sofort stehen. Guck mal, Leute, wir haben die Folge geprankt. Sofort stehen bleiben, sofort. So, wir fahren durch. Ja, komm doch. Oh, Leute, der braucht ja super lang. Meldete Einheiten, bitte. Blaue Lamborghini auf der Autobahn. Blaue Lamborghini auf der Autobahn. Alle Einheiten, bitte. So, kommen. Leute. Oh, ich glaube, der ruft gerade Verstärkung. Oh, ich habe 5 Sterne bekommen. Oh nein, ich habe jetzt so Angst. Guck mal, Leute, was wir machen. Wow! Hey, so. Die schießt auf mich. Seid ihr bekloppt oder was? Ich bin noch ein Kind. Stehen bleiben! Sofort stehen bleiben, da wird das Feuer eingestellt. Ich hab platte Reifen geschossen, Freunde. Oh mein Gott, ey, das ist noch nie passiert. Hä? Warum sind die jetzt so aggressiv auf mich? Ich hab doch nur die Wahrheit gesagt. Okay, aber mich kriegen die hier niemals. Ich bin einfach runtergejumpt. So, jetzt heißt Gas geben, Leute. Ich hab einen Lamborghini, Huracan. Und was haben die? Irgend so ein... Aua. Oh Gott. Ich hab ihn ausgetrickst. Er hat nicht gecheckt. Nein, er ist noch da!
Stehen bleiben. Hey Mann, geh weg hier. So, hier kriegst du einen Schneeball. Hier kriegst du so einen Ball hier. Bam. Hey Mann. Das Schau Auto kostet... Oh, mein Auto fährt nicht mehr. So, da hat sich's ausgespielt, ne, junger Mann, hä? Oh Mann, Alter. Na, was willst du jetzt machen, hä? Was ich machen werde? Ich werde meinen Bruder anrufen. Der hat den teuersten Anwalt hier in der Stadt. Ja, dich nehmen wir mit, du kleiner Lümmel. Ey, Mann, lass mich los! Kaum Geld von irgendjemandem bekommen, denkst du auch, die Welt gehört dir. So, Leute, so der kann doch nichts gegen mich machen, ich hab doch Geld. Mann, ey, du kannst dich einfach so mitholen. Pet ist mein Bruder, der hat Kontakte zum Bürgermeister. Ja, den werden wir kontaktieren, auf jeden Fall. Oh, so, Mann. Einmal den Namen bitte. Oh, ich heiße Amir Paulberger. Amir Paulberger, so, ja, check, durchchecken. Ja, oh, schon öfter aufgefallen wegen schlechten Benehmen, ne? Ach, Mann, das waren ein paar Pranks, ja. Ein paar Pranks, ne? Das geht auch irgendwo mal zu weit, ne? Jugendknast für sie. Hey, du kannst doch froh sein, dass ich mit dir abhänge. Du musst ja froh sein. Solche Rotzlümmeltüten wie sie. Ja, verwöhnte Kinder, ne? Ne, unglaublich. So ist brauche ich verwöhnte nicht. Kinder? Ich hab viel für mein Reichtum getan. Viel, was denn? Ja, ich fahre mal jeden Tag Auto, ich poste jeden Tag auf Instagram, das ist schwer. Ja, schwer. Kannst du dem Richter erzählen, ne? Ich muss meinen Bruder anrufen. Oh, Max ist im Urlaub, Leute. Ich rufe einfach Paulberger an. So, okay, ja, komm. Hey, Mann, gib mir jetzt mal. Ich will einen Anruf machen jetzt. Ja, bitteschön, hier ein Telefon. Dankeschön. So, Leute, wir rufen jetzt einfach Paulberger an. Der hilft mir hier schon raus. So, es klingelt. Hallo, Paulberger! Ja, was geht? Hallo! Ey, Mann, die Polizisten haben mich wieder erwischt. Ich kann grad doch nicht, ich bin doch auf dem Date! Ja, schick mir den Anwalt hier rüber! Ja, okay! Mach hin und erzähl Max nichts davon, tschüss! Ja, mein Anwalt kommt gleich und dann bin ich wieder draußen. Edgy Badge. Oh, Leute, der redet nicht mit uns. Egal, wir warten kurz auf unseren Anwalt, Leute. Der holt uns wieder raus, weil wir super reich sind und viel Spaß machen, was wir hier. Wollen. Ja, ich bin gleich wieder draußen. Okay, wir warten jetzt auf unseren Anwalt. Oh, wo bleibt der Mann? Herr Anwalt! Verdammt, Sie haben echt lang gebraucht. Holen Sie mich jetzt hier raus. Moin, guten Morgen, Herr Paulberger. Ja, holen Sie mich jetzt hier raus. Ich habe keine Lust mehr. Ja, das wird nichts. Ne? Ich habe mit Ihrem Bruder telefoniert. Wir haben die Akten durchgegangen. Ne? Mit Sie Max? Haben Lamborghini von Max mitgehen lassen. Er hat ihn doch ausdrücklich gesagt, lassen Sie stehen. Ja, aber egal, Mann. Schön hier auf Ihrem Bruder. Und als Bestrafung hat er gesagt, diesmal holen wir ihn nicht raus. Sie bleiben jetzt hier. Sie wie soll ich sonst zur Schule kommen? Ich kann doch nicht wie eine Schmarschbombe im Bus fahren. Sie werden hier erstmal eigene Schule haben. Und eine ganz normale, kein Privatunterricht, was? Sondern eine Häftling-Jugendanstaltsschule. Ne? Da werden Sie auch mal hingehen. Und Sie werden halt jetzt erstmal hier für 8 Monate bleiben. Oh, Mann, Sie... Oh, kommen Sie her, Mann! Sie sind eine Schmalspur, Sie dürfen gar nicht! Das wird Sie nicht weit bringen, wenn Sie gegen das Gitter hauen, ja? Ich bin besseren Anwalt! Ja, besseren Anwalt. Ihr Bruder hat selbst gesagt, ich soll Sie nicht rausholen. Oh, verdammt, Leute. Ach, Mann, Alter. Ach, verdammt. So, benehmen Sie sich, dann kommen Sie vielleicht wegen guter Führung früher raus, ne? Ja, Mann. Ey, Leute, wirklich, am Ende kann man nur auf sich selbst verlassen. Na, egal, ich werde schon alles schaffen. Ich bin reich. Leute, das waren beide Sichten. Einmal das arme Kind und das reiche Kind. Was lernen wir daraus, Leute? Egal, wie ihr startet, egal, wie viel Geld ihr habt, es kommt drauf an. Seid ihr ein netter Mensch, habt ihr Fleiß, gebt ihr euch Mühe in der Schule oder in der Arbeit, dann werdet ihr es im Leben weit schaffen. Deswegen hoffe ich, meine Freunde, dass ihr was aus dem Video gelernt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und denkt immer dran, seid nett zu euren Mitmenschen. Euer Amir. Ciao.